Wird, wer aus einer gewissen Norm herausfällt. Was bedeutet, dass Menschen ständig belastet, verletzt, gekränkt, schikaniert, gequält und seelisch verletzt werden. Und so, dadurch kann er auch nicht sehr viel Erfolg haben, weil alleine meiner Meinung nach kommt man nicht zum Erfolg. Gerade in diesen Gruppenchats wird häufig gemobbt und gehetzt. Hier kommt die Seite des Opfers in die Rolle. Was löst dieser Chatverlauf beim Opfer aus? Mobbing ist natürlich ein alltägliches Thema. Trotzdem habe ich den Eindruck gewonnen, wie wenn die Klassengemeinschaft in der Lage ist, damit kompetent umzugehen. Wo man einfach die Köpfe oder die Person einfach nimmt und sie irgendwo hinstellt und sie einfach nur bloßstellen will. Und da ist es aus meiner Sicht halt wichtig, dass die Kinder einen Rückhalt bei ihren Eltern haben. Und die Eltern, die meinen, sie könnten das verbieten, die werden ganz schnell ausgetrickst. Als erstes Aufgabe der Eltern, nehme dein Kind an, wie es ist. Ich glaube, das Entscheidende ist nicht die Schulart, die wir betrachten, sondern wir müssen schauen, wie ist die Stimmung innerhalb dieser Schule.